Yo, was geht ab, was geht ab? Deutschland, seid ihr gut drauf oder was? Also ich bin auf jeden Fall gut drauf, so wie eigentlich jeden Tag. Und woran das wohl liegt? Natürlich an euch. Durch eure Kommentare habe ich immer gute Laune. Hey Benner, deine informativen Videos motivieren mich jeden Tag an mir selbst zu arbeiten. Durch dich habe ich meine Frau gefunden und unsere Ehe hält nur durch die Liebe zu deinen Videos. Vielen Dank, dass du diesen YouTube-Kanal erstellt hast. Stop the cap. Komm schon, Konstantin. Nett gemeinter Kommentar, aber ab dem Zeitpunkt, wo du deine Frau erwähnt hast, habe ich direkt gemerkt, das kann nicht die Wahrheit sein. What the fuck? Der Dude dort wurde einfach Teil des Kunstwerks. Ehrenlose Aktion, wirklich. Stellt euch vor, ihr kommt gerade von einem harten Arbeitstag, wurdet 9 Stunden geknechtet und dann pennt ihr kurz auf so einer Bank für 1 Minute weg und irgendjemand sprayt einfach eure Klamotten und euch voll. Ehrenlos. Ich kann sowas nicht unterstützen. Spaß, ich fand's voll witzig. Der nächste Junge hat unnormal reingeschickt und es wird mies unangenehm für ihn. Wir hatten noch einen Shake. Shake it, buddy. Seine Freunde haben ihn hops genommen. Wenn man solche Freunde hat, braucht man Real Talk keine Feinde mehr. Wie ehrenlos, dass der Fahrer einfach stehen bleibt. Und dadurch wird es einfach so unangenehm für ihn hier. Also ich glaube, Real Talk, das war richtig, richtig peinlich, Mann. Er musste den Leuten am Fenster noch so richtig lange in die Augen schauen, weil sein Kollege nicht losfahren wollte. Der wurde echt gefickt, Mann. Der trollt danach nie wieder. Mutter, gib Köpfer. Mutter? Ey, das ist gottlos. Das ist wirklich gottlos, Mann. Die arme Mutter. Warum hast du das getan? Deine Mutter macht alles für dich und du gibst ihr einfach eine Köpfervorlage. Aber hat sie gut genommen, muss ich sagen. Deine Mutter hat doch sicherlich mal höher gespielt, oder? POV, your friend is staying for the weekend. Und für alle, die kein Englisch können. POV, deine Freundin bleibt über das Wochenende. Bro, wenn Mädchen beieinander übernachten, sieht alles immer so schön aus. Extra Blumen geholt, aufgestellt und auch den Schlafplatz für die Freundin schön machen. So richtig gemütlich. Und Bruder, original bei Jungs sieht das immer so aus. 1:1. Wenn man der Homie ist, der bei jemandem anders pennt, oder man hat immer die abgefucktesten Schlafplätze. Immerhin hat der hier eine Decke bekommen. Wenn jemand bei mir gepennt hat, der musste sich immer damit zudecken. Was hab ich mir hier gerade angeschaut? Wenn du damit dein Date abholst, bist du der King. Also vielleicht wird sie dich korben, wegrennen, beleidigen, anschreien und dich danach anzeigen wegen Belästigung. Aber ich schwöre, du bist der King damit unter den Jungs. Das ist ja wirklich ein scheiß geiles Teil. Was das denn? Yo, und wie willst du die Haare heute haben? Mach mal Seiten auf Vogelspinne. Coole Frisur, geiles Kunstwerk. Aber wenn du einmal schlafen gehst, siehst du am nächsten Morgen so damit aus. Wie lange hat der Scheiß überhaupt gedauert? Der Bre da hinten hat locker den gesamten Tag Arbeit da reingesteckt. Hier ist irgendjemand in dem Polizeiauto drinne. Einer von seinen Homies. Der wurde gerade geschnappt, weil er eine Fortnite V-Bucks-Karte geklaut hat. Free my man. Ja, Mann. Free my man. Er hat gar nichts getan. Er hat nur die Fortnite V-Bucks geklaut. Er hat niemandem was Böses getan. Yo, das ist crazy, Mann. Die Polizei wird dort einfach überhaupt nicht ernst genommen, Mann. Free my man und die haben ihn wirklich befreit. Endlich ist er wieder free. Ich meine, er hat ja wirklich nichts Schlimmes getan, ne? Er wollte sich halt nur die V-Bucks im Shop holen und hatte halt kein Geld. Mein Gott, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch nur digitales Geld, ne? Juckt ja eigentlich nicht. Ey, wie dreist sind die da eigentlich? Die sind doch alle gefühlt nur so 13, 14 und die befreien einfach ihren Homie. Wäre ich dort Polizist, ich hätte überhaupt gar keinen Bock mehr auf meinen Job, ey. Das muss doch so beschissen sein. Der nächste kleine Junge versucht sich mal als Straßenkünstler und ja, hört selber. Burger King. Burger King.
Bruder, was ging mit dir am Ende ab? Alles gut? Am Ende kommen kurz seine inneren Dämonen aus ihm raus. Seine Seele verlässt gerade wirklich den Körper. Er nimmt das bisschen zu ernst. Er ist bisschen zu sehr drin. Er zeigt ein bisschen zu viele Gefühle beim Singen. Und wisst ihr, wer auch ein bisschen zu sehr in seinem Film ist? Die hier. You. Calm down, partner. Why you on your knees? Get down, boy. Get down. What the Ey, yo. Was denkt der da hinten, wer er ist? Er nimmt so eine Pose ein, als wäre er ein Power Ranger und könnte gleich den Kampf antreten. Yo, das ist crazy, Mann. You. Calm down, partner. Why are you on your knees? Get down, boy. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Und die Lache von ihm ist auch einfach zu real. Get down. Mich jetzt genauso rausgehauen würde, das jemand vor mir machen. So, und jetzt, Bro, soll ich jetzt Angst haben? Soll mich das einschüchtern? Oh nein, er nimmt die Pose ein. Ich sollte mich lieber von hier verdrücken, bevor er sauer wird. Das ist wirklich verrückt, Mann. Blowy oder spazieren? Hä? Huh? Yo, chill mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Was geht denn jetzt ab? Na, Jungs. Macht das ruhig, aber ohne mich. Alles gut. Viel Spaß euch. Alles gut. Danke. Okay, macht euch bereit für einen Jungen, der absolut random ist. In der heutigen Zeit ist es ab und zu ja gerne mal so, dass man alles macht für ein geiles TikTok-Video. Genau das hat er sich hier auch gedacht. Und er widmet sich auch den wichtigen Dingen im Leben, die man weitergeben kann. Tutorial how to clown. Oh ja, Mann, endlich. Genau so eins hat mir noch gefehlt. Yo, Freunde, was geht? Heute bin ich im K&K und ich zeig euch, wie ihr am besten klauen könnt, okay? Let's go. Okay, direkt schon mal ein Pluspunkt dafür, dass er es live macht und direkt vor Ort zeigt, wie es funktioniert. Klauen könnt, okay? Let's go. Wir sehen uns wieder, wenn ich an der Kasse bin. Entschuldigung, können Sie mich vielleicht eben kurz filmen? Ja. Läuft schon. Ich soll einmal drehen. So, Freunde, wir sind jetzt an der Kasse. Ich habe das Toilettenpapier unter der Jacke. Jetzt zeige ich euch, wie wir ganz schnell rauskommen. Nee, oder? Anleitung zu ungenau. Ich sitze jetzt in Untersuchungshaft. Nee, geiles Tutorial, wirklich. Und nochmal auch dickes Danke an die Frau an der Kasse dafür, dass sie die Kamera so gut gehalten hat. Und im Anschluss das Video noch geuploadet hat. Original sie, als er weggerannt ist. Nee, ich sag euch ehrlich, das war eine große Hilfe. Ich weiß jetzt, wie ich es anstellen werde, wenn ich das nächste Mal etwas brauche im Supermarkt. Dieses Video ist an alle Hater da draußen. Eierkopf, Conehead, abartiger Muskelprotz. An alle, die ständig mein Aussehen ungefragt negativ kommentieren, ich möchte euch mal jemanden vorstellen. Das ist meine Freundin. Und sie liebt genau diesen Kopf und alle anderen Macken, die ich sonst noch so habe. Denn Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Der Bree spricht gerade Fakten, aber die Instagram-Kommentare sind einfach nur gottlos wieder. Yo, chillt doch mal. Kleiner Disclaimer, wir lachen hier nicht über jemanden, sondern mit jemanden, okay? Alles mit Humor nehmen und beleidigt niemals auf Ernst jemanden, okay? Sowas ist nicht cool. Aber vertraut mir mal, kein Instagram-Post ist sicher vor der Kommentarfunktion. Top 3 der gefährlichsten Rutschen der Welt. Ey, die Frisur ist echt gottlos, Scheiße, Bro. Mach lieber normale Haare, bitte. Was hast du getan? Ich hab da noch eine Frisuridee für dich. Mach mal diese Haare. She playing with my gym equipment. Imagine thinking that a man is gonna make you happy. Give me the damn. Ich wollte es gerade sagen, aber dann kam mir der Typ schon zuvor. Die Haare sehen original so aus. Würde ich mit dieser Frau chillen, ich würde safe aus Reflex kurz meine Trizepsübungen mit ihren Haaren machen. Weil hier wird kein Tag Gym ausgelassen. Der eine Kollege, der so mit seiner Mutter redet. Hey Bruder, mit wem hast du dein letztes Mal? Mit meinem Onkel. Odi? Junge! Was willst du? Ich hab euch Sandwiches gemacht. Ich scheiß auf deine Sandwiches, Mann! Ich hab keinen Hunger und ich weiß ganz genau, wie sich der Bre hier fühlt. Und ich hab dir gesagt, du sollst nicht in mein verf***tes Zimmer kommen, wenn mein Kollege da ist, Mann.
Es ist jedes Mal dasselbe, Alter. Du f***st mich nur noch ab, Digga. Ich hasse dich, ich hasse Papa, ich hasse unsere ganze Familie. Und jetzt verpiss dich aus meinem Zimmer. Wirklich, jeder kennt diesen einen Freund. Ich hatte auch so jemand als Freund und Bro, das ist immer so unangenehm, wenn man dabei ist. So, ich habe gar keinen Bock, dass ich gleich mit in den Streit verwickelt bin. Ich frag mich auch, wie das möglich ist. Würde ich nur 10% von dem, was er da gemacht hat und gesagt hat, bei meiner Mutter machen, ich wäre wirklich tot. Und wenn nicht, dann müsste ich für die nächsten 4 Wochen bei einem Homie schlafen, weil mich meine Eltern verstoßen. Now watch me whip, whip, now watch me nene, let's go. You only had one job. Der gute Belvedere, er hat gerade einfach so 20 Euro verschüttet. Die wollte doch nur einen Drink haben. Die Arme, jetzt ist einfach ganzer Abend gelaufen. Schau mal, wie er sie verschreckt hat. Die chillt doch jetzt nur noch dort hinten. Und die Stimmung zwischen den beiden, eieieiei. Paar Minuten vorher hätten die beiden noch ein Traumpaar werden können. Und jetzt ist vorbei leider. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough! Was für enough is enough? Worüber regst du dich auf? Gegen was protestierst du? Die Hotdogs kosten doch schon 1,50. Wo liegt das Problem, Bro? Lil Bro denkt auch gerade, er ist der neue Martin Luther. Lil Bro denkt auch gerade, er wird dadurch zum US-Präsidenten. Das Volk steht hinter ihm. Enough is enough! Hilfe, jemand ist in das Haus eingebrochen. Das Android-Kid. Un video, Mami, gente, papá. Este comentario me acuerda a una mujer que yo tenía que se me murió de Ja, das ist der perfekte Beweis dafür, dass ihr euch lieber ein iPhone holen solltet. Stellt euch doch mal vor, das ist eine ernste Situation so. Du sagst zu deinem Homie, yo, Mann, ich wurde angeschossen, du musst einen Krankenwagen rufen. Und der sitzt so neben euch und versucht erstmal sein Handy eine halbe Stunde zu entsperren. Was ist das überhaupt für ein Passcode? Wer benutzt so ein goofy ass smiley Passwort? Alles gut, du brauchst keinen Krankenwagen mehr zu rufen. Es ist schon zu spät. Und ich hab den ganzen Tag. Und ich mach. Was ist das jetzt schon wieder? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was macht er da verfaxen mit seinem Mund? Versucht er da gerade wirklich mitzusingen? Der Text sitzt ja wirklich gut, Mann. Bruder, der Arme bekommt wahrscheinlich gerade einen epileptischen Anfall und ich mach mich drüber lustig. Wenn ich und mein Cousin keinen Führerschein haben. Tschüss. Ihr habt das Ding einfach im Wheelie lahmgelegt. Was ist das überhaupt? Für die braucht man doch nicht mal Führerschein. Und by the way, wozu braucht man denn schon einen lauten Auspuff, wenn man einfach den Sound so geil realistisch mit seinem Mund nachmachen kann? Ihr habt das Teil echt auseinandergenommen. Schickt dieses Bild einfach an den Laden, wo ihr es ausgeliehen habt und der wird schon checken, was abging. Dieser junge Youngster zeigt uns heute mal einen geilen Zaubertrick, den er extra nur für uns über Monate geübt hat, um ihn perfekt auszuüben. Er weiß es noch nicht, aber er wird später der beste Zauberer der Welt. Sowas kann man auch nicht einfach lernen. Diese Magie liegt im Blut. Genauso wie der Tischtennisball in deiner verf***ten Hand liegt. Denkst du, wir sind dumm und checken das nicht? Obwohl, ich denke gerade so an meine Zuschauer und ich wette, 90% von euch wussten nicht, wohin der Ball ist. Ihr seid dumm. Aber alles gut, ich bin für euch da. Ich verstehe eure Probleme. Deswegen gibt es hier den nächsten Zaubertrick. Vielleicht versteht ihr ja den. Und wie sieht's aus? Schreibt mir ehrlich in die Kommentare, ob ihr wisst, wie dieser unglaubliche magische Zaubertrick funktioniert. Ich wette wirklich, 90% hatten gar keinen Plan, was abgeht. So, I made 394 hot dogs and took the leftover hot dog water and froze it to make hot dog shaped ice sculptures, which I then mailed out to people in unrefrigerated containers, so that when they arrive, they're just puddles of hot dog water. Okay, jetzt nochmal zu meiner Verständnis. Du hast 304 Hot Dogs gemacht. Erstmal, wofür? Wozu braucht man 300 Hotdogs?
Das macht gar keinen Sinn. Dann hast du das Wasser, worin sie gekocht haben, abgegossen und hast damit eine Hotdog-Eisskulptur gemacht? Und die Dinger hast du dann in ein Glas gepackt, was nicht kühl ist, und stellst das dann zum Verkauf. Also, dass dann einfach nur wieder das geschmolzene Wasser ankommt. What the f***? Das kauft doch niemand. Es gibt keine Person auf dieser Welt, die sich sowas kauft. It's not a want, it's a need. Let's get one. Okay, er hat es wirklich gekauft. Für 44 Dollar. Für 44 Dollar. And here it is. There's only one reasonable thing to do with it. Klasse. Er hat echt nicht so viel versprochen. Das ist einfach nur dieses ekelhafte Hotdog-Wasser. I opened up the sealed container and poured the water into a pot. Then once it was boiling, I added in a hot dog. No way. No fucking way. I cooked it up nice, then put it in a bun. Added some ketchup. And that's how I ate a hot dog that was made from hot dog water from a melted hot dog ice sculpture. Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen... Ich glaube, ich belasse es einfach bei diesem Bild hier. Das beschreibt meine Emotionen und Gedanken, die ich gerade fühle, sehr gut. Ich hoffe aber trotzdem, der Hotdog, der in dem aufgetauten Hotdog-Wasser, was vorher eine Hotdog-Eisskulptur war, die aus Hotdog-Wasser gemacht wurde... What the f***? Hat die geschmeckt? Trying fart quietly at a street vendor. Hallo? Wie auffällig war das denn? Alles ist still und dann kommt dieser Furz. Was zum Teufel? Was für leise? Wo war das leise, Bro? That's some nice stuff here. How much is the snack? Have a good day. Was für ein krankes Schwein eigentlich. Die armen Mädchen haben da so einen süßen Stand aufgebaut, um sich ein paar Groschen dazu zu verdienen. Und der kommt dahin und furzt den gesamten Stand voll. Snack! Also die Menschheit wird echt immer abgefuckter. There's a fucking sheep outside. There's a sheep outside. Oh my god, oh my god, oh my god. Ach du Scheiße. Ach du heilige Mutter Maria. Wer hier jetzt lacht, ist wirklich gottlos. Alter, der kam unerwartet. Und der geht wirklich, wirklich, wirklich unter die Gürtellinie. Uff. Best Stepsis Actresses. Was? Ist das so ein Ding, Kinofilm? Gibt's wirklich so viele Leute in Stiefschwesterrollen? Ich überlege gerade so, aber mir fällt kein Hollywood-Film ein oder so mit einer Stiefschwester als Hauptrolle. Hey, so. Dame. Yo. Brookie Tilly? 30 in a clip, drop 100 on his head. Gina Valentina? All I see is blue faces, you would thought I was a... Ellie Klatsch? Hä? I don't say a word, got my fingers to my lip. Riley Reed? Hab ich den Namen schon mal irgendwo gehört? Nee, ich glaub nicht. Glaub nicht, nee, nee. Also ich bin ehrlich, entweder gehe ich zu selten ins Kino oder so, aber ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine von diesen Hollywood-Schauspielern kanntet. Würde mich wirklich mal interessieren. POV, dein Bruder ist im Weihnachtsfieber. Okay, chill, chill, komm runter. Lil Bro hat gerade Geist gesehen. Junge, das Gesicht. Seine Seele will gerade mit Bunny Hop aus seinem Körper rausspringen. Komm runter, Bro. Der Arme konnte safe nicht gut schlafen an diesem Tag. Und natürlich hat er auch Fortnite gespielt. Für Fortnite! Heute spielen wir Bowling im Supermarkt. Junge, wer kommt auf so eine Idee? Und wisst ihr übrigens, wie dieses Video geendet ist? So hier. A normal day at Walmart. What the hell? Hey, geh doch mal runter von dem Gemüse. Is it hard? Why? I'm taking your card. What? No, no, you can't take my card. This is my card. You can't take my card. What are you doing, dude? It's my card. Sowas gibt's echt nur in Amerika, ne? Die will einfach den Einkaufswagen klauen. Und dann? Also, hä? Was willst du dann machen mit dem Einkaufswagen? Ihren Einkauf bezahlen? She didn't have to cut me off.
Was haben dir die Flaschen getan? Was? Wie kommst du auf diese Idee? Wer steht morgens ganz friedlich auf und beschließt, jupp, heute gehe ich in den Walmart und schmeiß einfach alle Flaschen auf den Boden? Und von welchem Dämon ist die jetzt besessen? Wäh, wäh, ich muss vor in der Kassenschlange. Wäh. Was ist das für eine kranke Frau, Junge? Verpiss dich mal. Ich glaube, das ist sein erster Tag heute und er hat den Spruch streng dich an bisschen zu ernst genommen. Was macht er da? Steht dort irgendwo um die Ecke noch dieser Typ von Guinness World Records und stoppt da gerade die Zeit für ihn? Ja, wow, Applaus. Geile Leistung, Mann. Lass dich feiern. Und wer räumt den Sch*t jetzt hier rein? Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, also nach dem Video muss ich sagen, ich bin echt froh, dass es hier kein Walmart gibt. Zum Glück gehe ich nur Kaufland. Gehe nachts in das Schlafzimmer deiner Eltern und filme ihre Reaktion. Ich fang an. Also nachts in das Schlafzimmer der Eltern reinzugehen, ohne zu klopfen, ist ziemlich riskant, Bro. An die Arbeit! Spinnst du, Anne? Ich stelle gleich mal Andis Schwester vor. Wer ist Andis Schwester? Anne! Wer ist Anne? Anne, Fresse und jetzt hau ab! Lass mich pennen! Was? Hätte ich das bei meinem Vater gemacht, würde ich für 2 Wochen unter der Brücke schlafen. Ohne Essen und Bettdecke. Der Bruder ist nicht high, er ist nur 50% high. Boah, die Ähnlichkeit ist schon groß. Ey, die Arme wurden auseinandergenommen. Das war die schlecht geschauspielerste Reaktion, die ich jemals gesehen habe. Die Arme versucht mit aller Kraft zu überdecken, dass sie gerade innerlich am Heulen ist. Wie viele Bundesländer gibt es denn? 10. 10. Okay. Nenne uns da mal 3 Stück. Gib dir Mühe. Bundesländer? Richtig. Wie gesagt, ich habe im Deutschen auch gepasst, keine Ahnung. Bundesländer sind, glaube ich, nicht in Deutsch. In welchem Fach hat man die Bundesländer gelernt? Bio? Nein, nein, auch nicht in Biologie. Man hat das in Musik gelernt, Bro. Ja, stark. Aber Bruder, komm, jetzt nenne uns 5 Bundesländer. Berlin? Ja? Das war sogar richtig. Ich dachte jetzt, er wird komplett reinscheißen, aber... Ja, schade. Ist gar nicht so lustig, wenn er die richtige Antwort hat. Deutschland? Bitte? Deutschland? Gut, Deutschland. Und damit war's das auch wieder. Bruder, es hat doch so gut angefangen. Wie konntest du so sehr vom Weg abkommen? Ja, weiter? Keine Ahnung, England, irgendwie so. Weiter? Nein, du hast 3 gesagt. 5. 5? 2 noch, komm Bruder, schaffst du. Hagen. Hagen. Hagen City. Ja? Ja, eine Stadt, aber geil. Kosovo. Kosovo. Seine Lieblingsfarben sind Metall und 4. Ja, und seine Lieblingsfächer in der Schule sind die Ferien. Oder what the f***? Kosovo? Hagen? England? Oder du wirst niemals die Schule schaffen. Aber egal, werd dann einfach Rapper oder so. Du hast vielleicht verkackt, aber immerhin hast du kein Partner-Tattoo für deine Freundin gemacht, so wie er hier. Er findet nämlich die Augen von seiner Freundin so schön, dass er sie sich tätowieren lässt. Ach du heilige Sch***.
was ist das denn? Das ist gar nicht süß oder so. Das ist scheiße gruselig. Stell dir vor, du begegnest diesem Typen in der Nacht. Was muss sich seine Freundin gedacht haben? Die dachte bestimmt, er macht so ein kleines Tattoo irgendwo hin. Und jetzt ist das da. Die sehen original aus wie jede anderen Augen. Das ist mit Abstand das Weirdeste, was man tun kann in einer Beziehung. Am Ende, ihr seid sowieso getrennt in ein paar Monaten und du hast dann das auf deiner Brust. Herzlichen Glückwunsch. Tour of my room, part 5 or 6, I believe. Let's quickly recap. This is my keyboard wall. My other keyboard wall. Was ist das für eine Einrichtung? Warum ist da alles voll mit so alten Tastaturen? Und warum sind da solche Musik-Keyboards mit so goofy Designs? Oh my God! This is my ocean-themed bedroom area. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist noch okay. Ist bestimmt auch chillig, so da drin zu liegen. I have my horse sheets on right now, so it's kind of giving Mojo Dojo Casa. Ja gut, die Bettwäsche. Bitte keine Pferde. House, also that's my cat Stevie. This is my office area with my worm wall. Wie kommt man auf so eine Idee? Office area. Wie soll man sich konzentrieren, wenn man vor so einer Wand mit Würmern sitzt? And then this is my picture frame collection. It's all pictures of nail clippers, except Walter White. Diese Frau lebt wirklich einen Fiebertraum. Und was macht Walter White jetzt zwischen all diesen Nagelclipsern? And it's to match my calendar. Geiler Kalender. Yo, welcher Tag ist eigentlich heute? Heute ist der 5. Nagelclipser. And then this is my carousel nail clipper music box that opens and closes and is full of nail clippers. Nein, nein, nein. Sag mir nicht, die Nagelclipser haben ein eigenes Karussell. Nagelclipser haben keine Gefühle. Wieso fahren die dort alle mit dem Karussell? And then this is my inside dirt. It's just dirt that I have inside to play with. And then in the middle of it, I have this candy machine that I thrifted. I didn't want to fill it with candy, so I filled it with a bunch of tiny images of Jimmy Neutron's dad. Ja, okay. Die candy machine ist random, aber cool. That's the one I got. There's a bunch in there, so you can collect them all. And then if you want to play in the dirt, and you get to the bottom. All right, I can't exactly clear out the whole thing, but there's one spot. But yeah, those are some of the Hughes, aka Jimmy Neutron's dad. Welcher normale Mensch würde das tun? Diese Frau hat die absolute Psychose. Wer will sowas in seinem Zimmer haben? Wer will echte Erde zum Spielen haben? Das macht echt alles gar keinen Sinn. Ich gebe der Einrichtung aber trotzdem eine 5 von 10 Punkten wegen Kreativität. 15 minus 8. Das jetzt ganz einfach. Wer es nicht kann, ist ein Lutscher. Chill, Bro. Aber ich kann es auf jeden Fall. 15 minus 8, das sind 7. Kein Lutscher. Guck, zum Beispiel 5 minus 8 fangen wir hier an, bei klein. 5 minus 8 geht nicht, weil 8 ist größer als 5. Das heißt, wir leihen was von 10er, dann ist es 15. Ganz einfach. Jetzt alles hier rüber schreiben. Es ist ganz einfach geworden, weil wir Was habe ich jetzt gemacht? Der Arme hat sich gerade selber ins Aus katapultiert. Wer es nicht kann, ist ein Lutscher. Guck zum. Du hast wirklich einen NASA-Code da draus gemacht. Wer rechnet auf so eine Aufgabe mit diesen komischen Strichrechnungsdings? Er hat am Ende wirklich alle seine Mathekenntnisse verloren. Ich wette, seine Arbeiten in der Schule sahen auch immer so aus. Bruder, wie oft hast du reingeschissen? Bei 3 plus 2, das ist der einfachste Sch*** der Welt. Der hat einfach die komplette Wegmachmaus in 5 Minuten gekillt. Es tut mir echt leid, aber du wirst niemals die Schule schaffen. Viel Spaß als Müllfahrer. Und damit, danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video hier gefällt, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht. Ciao, ciao.